Herzlich willkommen, Kameramagier, zur Fusion Challenge. In dieser Fusion Challenge geht es darum, deine grauen Zellen zu aktivieren, um etwas nachzubauen, was ich dir gleich zeigen werde. Und im Gegenzug bekommst du von mir ein aufbereitetes Preset, wie ich es gebaut hatte, mit Notes und allem drum und dran, damit du nachvollziehen kannst, was ich hier gebastelt habe. Das bedeutet, du kannst dann nachher ein Preset nicht nur nutzen, sondern auch daran weiterlernen, wie man in Fusion was macht, um Animationsprofi zu werden. Die erste Fusion Challenge ist, diesen Abo-Button nachzubasteln. Du kannst dabei deinen Stil und deine Fonts nehmen, aber ich dachte mir, am Anfang reicht es erstmal aus, mit Shapes und einem kleinen Partikelsystem zu starten. Und selbst wenn du noch nicht viel in Fusion gearbeitet hast, keine Sorge, ich lasse dich nicht im Stich. Ich habe dir da oben die wichtigsten Tutorials verlinkt, die du für diese Fusion Challenge brauchst. Und da sind wir auch schon bei den Tipps. Ich habe 3 Tipps im Besonderen für dich. Das erste, nutz einfach normale Shapes und Backgrounds, um deine Grundformen zu erstellen und einen Text on top. Nutze Transform Nodes, um die Bewegung herzustellen. Und den zweiten Tipp, nutze SVG-Bilder, Standard Vector Graphics, die du dir einfach aus dem Internet herunterladen kannst. Zum Beispiel auf Pixabay findest du Pfeile oder Glocken-SVG-Dateien, die du dir herunterladen kannst. Und dann über den Reiter in Fusion Import SVG Import importieren kannst. Und schon hast du das Ganze als Polylines und Backgrounds für dich zum Umfärben in einer Gruppe erstellt. Und das Ganze kannst du dann nehmen, um den dritten Tipp zu absolvieren, ein kleines Partikelsystem zu bauen. Das muss gar nicht viel sein, aber wenn du noch nichts mit Partikelsystemen am Hut hattest, dann empfehle ich dir, das Video da oben zu gucken. Okay, das ist die erste Fusion Challenge. Alles, was du hierfür tun musst, ist unten in der Beschreibung auf die Webseite zu gehen und mir dein Settings-Datei, dein Settings-File dort mit hochzuladen. Ein Settings-File kannst du ganz einfach erstellen, indem du alle die Nodes markierst, die du genutzt hast, um die Komposition zu erstellen und dann mit Rechtsklick auf eine Node klickst und unter Settings Save As klickst. Und diese Datei solltest du mir dann im Formular hochladen. Ich freue mich schon auf eure Einsendung. Bis zum nächsten Video, Kameramagier.